Oh, oh wow. Wir sind Kollegen. Ey, meinst du, oh, ist nicht schlecht? Ich schlaf noch gar nicht. Ich schlaf hier nicht, wenn hier eine Spinne ist. Moin Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe meine Freundin Lea eingeladen und wir haben heute Großes vor. Hi Lea! Ich freue mich schon sehr auf den Tag. Ich freue mich sehr, das ist jetzt sehr, sehr cool. Glaube ich auch. So, ich habe auch schon einigen Proviant und alles, was wir brauchen, dabei. Das sieht sehr gut aus. Hier ist einiges drin und natürlich was zum Schlafen. So, perfekte Ausrüstung, glaube ich. Na dann schauen wir uns mal den Schlafplatz an. Richten wir uns mal ein. Lea übernachtet heute das allererste Mal bei mir, aber nicht in meinem Zimmer. Und ich würde sagen, hier kann man das schon ein bisschen schön machen. Hier so ein bisschen die Spinnen weg und dann so ein bisschen Deko. Die Spinnen. Also wenn wir hier ein schönes Bett uns machen aus dem Heu und dann können wir es uns hier, glaube ich, gemütlich machen. Ich würde sagen, den Platz nehmen wir. Okay. Das wird. Wir machen das jetzt. Okay, dann ziehen wir das jetzt durch. Jetzt geht's los. Hast du schon mal sowas gemacht oder im Pferdeanhänger oder im Heu irgendwo so übernachtet? Tatsächlich noch nicht. Also ich habe natürlich so mal im Heu so rumgeturnt, sag ich mal. Aber so drin geschlafen habe ich noch nie. Wollte ich auch schon immer mal machen. Und du? Ich tatsächlich auch noch nicht. Na dann, ist das der Premiere für uns. Ja, ich finde es auch total cool, aber ich habe auch immer so ein bisschen Skepsis. Mit den Spinnen? Ja. So, ich würde sagen, das reicht an Heu, oder? Ich glaube auch. Dann kommt die kaum noch raus. Wir brauchen jetzt die Schubkarre, um Heu zu holen für die Ponys. Wirklich anstrengend, die Schubkarre zu schieben, ey, schlimm. Ich habe mich wieder voll im Griff. Kannst rein ins Heu. Ich kann das Bett schon mal Probe liegen, oder was? Oh Mann. So. So, ich glaube, das sieht gut aus. Die ist gut voll. Ich befeuchte hier jetzt noch ein bisschen das Heu für die Ponys, weil manche Pferde haben ja ein bisschen so eine Allergie gegen den Heustaub und so. Und wenn ich das bewässer, dann erlösche ich den Staub sozusagen damit ja so ein bisschen. Und das hilft den Pferden schon total. Bestimmt freuen sich die Ponys schon, dich wiederzusehen. Da hinten auf der Wiese sind die? Ja, genau, ja. Die stehen wahrscheinlich gerade hinter dem Hügel. Ach so. Da ist noch schön viel Gras. Da sind ja die Süßen. Ja. Eisbär, na? Oh. Alles klar? Süß. Hey, Dallas. Süßer. Hallo Rocky. Na, mein Süßer, alles klar. Oh, du bist schon ganz staubig. Oh, wie niedlich. Oh, jetzt kommt der Chef. Oh, Süße. Also Alfie und Dobby, die schubbern sich gerade gegenseitig. Also die sogenannte Fellpflege, das ist total niedlich. Die Pferde sind da auch ganz schön grob, wie man sieht. Man denkt immer, man krault die ganz gut mit seinen Pferden. Aber in Wirklichkeit gegenseitig schubbern die sich so richtig und beißen auch mal so richtig in die Haut rein. Und ich glaube, das finden die beide sehr, sehr gut. Scheinen sich gut zu verstehen auch. Oh. Aber Rocky ist auch echt lustig. Er guckt sich das Ganze einfach an. Schau mal, was ich alles hier so rausgekramt habe. Auch eine Menge. Gut aus, oder? Zum einen hier, um abends zu den Ponys zu gehen, fand ich richtig cool. Können wir gucken, ob die schon schlafen. Dann noch so ein bisschen buntes Licht. Genau, dann natürlich ganz viel Essen, wichtig. Und ja, dann natürlich so ein paar Schlafsachen. Ich glaube einfach mal, ne? Das reicht an Ausstattung. Also vielleicht spannen wir jetzt erstmal das Bettlaken irgendwie. Ja, das sieht doch schon gut aus. Oh, richtig mega cool, oder? Können wir das hier so ein bisschen hinlegen? Die ist echt mega lang. So. Geil, so habe ich mir das vorgestellt. Dann ist auseinander. Ja, die ist endlich! Noch weiter hier hin? So. So. Oh, mega. Echt. So. Mal dahin einfach. Upsa. Ich leg die mal so. So, dann haben wir hier jetzt noch so Kerzen. Natürlich keine echten, keine Sorge. Machst du das Licht aus? Soll ich das Licht mal ausmachen? Ja, ja, ich glaube, das sieht mega aus. Okay. Oh, wow. Die Farben sind jetzt noch mal heftiger. Wie schön. Richtig toll, wenn du das von weitem siehst. Oh mein Gott, das sieht so mega aus hier. Ich würde sagen, wir haben heute Nacht noch genug von unserer schönen Kulisse. Ich denke auch. Lass uns jetzt erstmal was essen. Ja.
So, und jetzt machen wir Teig für Stockbrot. Okay. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist doch wieder typisch, dass wenn wir hier backen wollen, dass der Mixer nicht funktioniert. Das ist ja auch ein Handrührgerät. Ich glaube, so macht man das dann auch, ne? Ach ja, ein Handrührgerät. Daher kommt der Name. Jetzt wird alles klar. Das rollt. So, drauf den Pfannen. Mega, hammer geil. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt einfach mal ein bisschen ruhen. Ja. Ne? In der Zeit bespaßen wir die Ponys nochmal und dann kann es auch schon losgehen. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. So, wenn du hier schon auf meinem Ponyhof bist, musst du auch reiten, oder? Ja, also gerne, ne? Können wir gerne machen. Aber natürlich wäre ich nicht ich, wenn ich dich nicht auf meinem Alfie reiten lassen würde. Was eine Ehre. Ohne Sattel da auch noch. Das lief der natürlich. Ja, nicht. Ich hoffe, er buckelt mich nicht gleich runter. Na, ihr. Wir wollen doch reiten. Oh. Also Lea wird den Alfie ja jetzt gleich zum allerersten Mal reiten. Und es ist schon riskant, hier gleich einfach ohne Sattel unterwegs zu sein. So. Ja, also man muss auf jeden Fall immer die Besitzerin am besten fragen, wie der sich auch so benimmt und so. Aber ich weiß, dass sie sehr gute Erfahrung hat. Ich weiß, wie sie reitet. Und deswegen denke ich, wird es alles gut gehen. Also du wirst dann ganz lieb sein, ne? Ja, ganz richtig lieb. Richtig Bock schon auf ganz mich. Lieb. Also ich werde Rocky jetzt nur mit Halsring reiten. Also das bedeutet, dass man eigentlich nur mit seinen Schenkelhilfen reitet. Und ja. Und ich werde Lia einfach nur hinterher reiten und hoffen, dass ich oben bleibe. Einfühlen. Guck mal, läuft doch schon. Das läuft mega. So, dann wollen wir mal schauen, ob ich jetzt im Sand liege. So weit, hey, so sehr gut. Gut. Perfekt. Ich sag ja, wir sind Kollegen. Fein. Prima. Feiner Alfie. So, wir sind jetzt auch fertig mit dem Reiten. Es ist auch schon ganz schön dunkel mittlerweile geworden. Und wir haben ja auch noch unser Lagerfeuer geplant. Ja. So, Papa hat hier ja zum Glück schon alles vorbereitet. Oh, perfekt. Oh Gott, der ist so riesig. Los, oder? Ja, ich auch. Ist der noch klebrig? Nee, gar nicht. So, nun brauchen wir natürlich noch unsere Stöcker, damit wir unser Stockbrot auch aufschließen können. Und wir haben uns natürlich schlau gemacht, weil wir gar keine Erfahrung haben. Aber so einige Arten sind giftig oder nicht so nützlich dafür. Aber wir haben gesehen, Weide ist sehr gut. Wir haben hier eine Weide bei uns stehen auf der Wiese. Es ist sehr gut und deswegen gehen wir jetzt mal Stöcker suchen. Guck mal, der hier, der sieht ganz gut aus. Der ist richtig gerade. Vielleicht sind hier ist noch so einer. Oh ja. Perfekt. Perfekt. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir unser Feuerchen ankriegen, oder? So, jetzt sind wir auch noch mal an einem Stamm dran. Okay. Siehst du das? Das hat schon richtig geleuchtet. Oh ja, da wird bitte, bitte, bitte. Ja, das sieht gut aus. Boah, das ist ja toll. Sehr gut. Wir können einfach mal was Stopp dran, ne? Und ja, ich glaube auch, so könnte das eigentlich ganz gut sein. Mhm. So, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Also ich bin echt erstaunt, wie ruhig unsere sind. Ja, wirklich. Die interessiert die haben das ja gar nicht, ne? Gemacht. Und das ist echt crazy. Wirklich? Also ich hätte ich jetzt gedacht. Nicht gedacht. Ey, meins oh, ist nein. Nicht schlecht. Meins ist total schwarz. Meins ist gut. Da noch ein bisschen und dann. Meins muss halt von das wird, jetzt das wird super. Werden. Das wird richtig gut. Ah, das ist aber nicht schlecht. Hm. Probier mal bei dir, ne? Probier mal. Also, es geht auch, wenn man die Außenkruste isst. Aber wohl. Ja. Wollen wir mal besser die Ponys heimbringen, oder? Ich glaube auch, die wollen es auch mal rein. So, damit hier nichts passiert. Alles ordentlich und dann
macht Papa natürlich gleich auch noch die Schale aus. Der ist in der zweiten, ne? Ja. Gut. Rein da, ins Bettchen. So. So, die Ponys stehen alle sicher in ihren Betten und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal in unsere Höhle, ja, ab oder? In unsere coole Höhle. So, dann lass uns mal rein in unsere Höhle. Mensch, ist das schön hier. Haben wir uns auch einen guten Tag ausgesucht, glaube ich. Mhm. Bisschen snacken, würde ich sagen. Kann auch noch, ne? Also so kann man es echt aushalten, ne? Mhm. Doch. Hier liegt man gut. Mhm. Wollen wir mal nach den Süßen schauen? Oh, es regnet. Nee, wie ekelig. Na, wir egal. Sind nicht aus Zucker. Genau, komm. Hallo, na, ihr Süßen, ihr seid alle noch am Futtern. Ne? Ja. Ihr schlaft noch gar nicht. Das ist noch der Abendbrot. Ist doch schon ganz spät, Schatzis. Hm? Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum die Ponys noch gar nicht liegen. Aber tatsächlich ist es für die Pferde jetzt noch gar nicht so spät. Also die sind jetzt gerade noch am Heumümmeln und ja, ruhen sich einfach noch so ein bisschen aus. Wenn es dann noch ein bisschen später wird, werden die sich bestimmt hinlegen. Aber jetzt ist hier noch so ein bisschen zu viel Trubel und so. Das sind ja eben auch Fluchttiere, genau, ne? Die legen sich halt auch meistens nicht wirklich hin, es sei denn, die fühlen sich halt in ihrer Box sehr sicher oder haben andere Pferde um sich herum. Aber alleine würden die sich auch nicht einfach irgendwo hinlegen, weil sie ja eigentlich flüchten müssten, auch in der Natur, wenn irgendeine Gefahr ist. Und das können sie halt nicht so schnell, wenn sie dann liegen. Und deswegen bleiben sie dann auch oft einfach auch im Schlafen stehen. Oh, die beiden. Das ist ein Humpel, ne? Bleib wieder ein. Wollen wir uns auch mal schlafen legen, ne? Ich glaube, die Pferde sind gut zufrieden. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin jetzt schon echt müde. Ich auch. Jetzt können wir eigentlich echt mal schlafen gehen, ne? Ja. Und wollen wir nicht ein Licht irgendwie ausmachen? Ganz schön hell sonst. Ja, machen wir. Ah. Ah. Gute Nacht. Gute Nacht. Die schlafen jetzt bestimmt auch schon. Ja, man hört auch nichts mehr, ne? Ja. Schon wenig eng hier, ne? Ja, und es piekst. Ja. Ich glaube, hier ist eben eine Spinne hergekrochen. Nein. Doch, die muss nicht schlafen. Die war hier irgendwo. Die ist bei dir. Nein. Ich schlafe hier nicht, wenn hier eine Spinne ist. Bringt nichts. Du hast mich verarscht. Guck mal, nur eine kleine Spinne. Selbst diesen ekelig, wenn ich diese 8 Beine schon sehe. Guck mal, die kleine Spinne tut dir doch gar nichts. Du kannst sie ja mit dir behalten. Die kleine Spinne bleibt jetzt bei mir. Oh Mann, ey. Oh, du Mäuschen. Du hast gut geschlafen in deiner großen Box, ne? Ja. Also, es war wirklich schon sehr pieksig im Heu. Ja, aber es war auch cool, finde ich. Das war also, schon mal gemacht cool zu haben. Man muss es vielleicht ein bisschen größer bauen, ja, wenn man es nachmachen will. Ein bisschen will. Ausbaufähig ist unsere Kuhle da schon. Hey, Rocky, süßer. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr noch mehr sehen wollt, abonniert diesen Channel gerne und schaut euch durch diese Pferdevideos hier an. Und wir gehen jetzt mal auf die Wiese. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.